Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video in BFA. Diesmal geht es darum, ich habe meine Kette auf 55 voll und der Idene Wächter, der Bote des Sprechers, ist wieder da. Rückkehr zum Herzen. Grüß, Schämpchen. Mutter hat eure Fortschritte mit dem Herzen von Azeroth beobachtet und sie ist mit der Arbeit, die ihr geleistet habt, um es stärker zu machen, sehr zufrieden. Zumindest glauben wir das. Manchmal ist es schwer zu erkennen. Egal. Kommt einfach zurück in die Herzkammer, sobald ihr könnt. Es gibt noch viel zu tun. So, wir sollen in die Herzkammer. Und da werden wir uns jetzt mal nach oben porten. Ich bin jetzt faul, auch wenn der Flugpunkt da ist. Und dann schauen wir mal, was Mutter von uns möchte. Ich hoffe, ihr hört jetzt nicht den Lüfter so laut. Der klappert wieder. Ich habe das immer noch nicht erledigt. Oh. Eins nach dem anderen. So. Na? Jawohl, da sind wir. Da sind die Portale. Dann gehen wir mal gucken, was Mutter uns zu erzählen hat. Wir waren ja letzte Mal im smaragdgrünen Albtraum und haben die Schuppe geholt. Das war ja mit 54. Und jetzt, ja, haben wir ja, glaube ich, den neuen Slot für eine geringe Essenz. Ich habe auch einige in der Tasche. Zum Beispiel habe ich von meiner Main Essenz den Rang 3 noch in der Tasche. Den muss ich auch noch reinsetzen. So, wollen wir mal. Wie konnte ich jetzt nicht fliegen? Ich bin über Magni drüber, glaube ich. Aber wenn man über ihm drüber steht, kann man nicht fliegen auf der Plattform. So. Jawohl, da sind wir. Hallo Magni. Gott, das ist wie auf dem Bahnhof hier, ne? Ich spreche für Azeroth. Rückkehr zum Herzen. Das Herz von Azeroth fühlt sich stärker an als je zuvor. Ich frage mich, was für Kräfte noch darin verborgen liegen. Alles klar, abgeben. Eine frische Wunde. Azeroth kämpft ums Überleben, aber sie erleidet ohne Unterlass neue Wunden. Ich fühle ihre Schmerzensschreie vom Norden her, von einem Ort, wo alter Macht. Magni schließt seine Augen, als würde er einer unsichtbaren Stimme lauschen. Bei der Schmiede auf dem Hyjal, keine Ahnung, ist etwas schiefgelaufen. Der Weltenbaum Nordrasil ist in Gefahr. Trefft mich dort, Tanaria. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Trefft euch mit Magni bei Nordrasil auf dem Hyjal. Unsere Welt muss geheilt werden. Machen wir. Sagst du noch was? Nicht? Gut, dann bin ich weg. Wir haben ja den Druidenport über die Ohrensalle. Eigentlich habe ich gedacht, wir müssen zu Mutter. Nö, Magni. Na gut, dann gehen wir mal schauen. Wir haben ja hier unsere Portalhallen. Und die werden wir auch nutzen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich glaube, Hyjal war da vorne, ne? So. Ja. Guten Tag, die Damen. Und tschüss. Einmal durch und dann gucken wir mal, wo wir hin müssen. Wo der Mann steht. Ich habe zwar die Questreihen auch auf dem PDR schon gemacht, aber da war ja auch noch nicht alles verfügbar damals. So, er ist im Haus. Ja. Oh, hier sind ja Drachen. Da ist Magni. Hi. So. Azeroth schreit vor Schmerzen. Wenn wir es nicht schaffen, diese Wunden zu heilen, wird der Weltenbaum vielleicht nicht mehr lange stehen. Okay. Heilung von Nordrasil. Die Azerit-Elementare rasten durch Azeroths Schmerz komplett aus. Sie bedrohen die Geister der Natur, die den Weltenbaum beschützen. Die Wurzeln von Nordrasil reichen tief in die Erde hinab und werden von diesen heiligen Gewässern genährt. Der Baum muss zum Wohl der Weltenseele von Azeroth verteidigt werden. Befriedigt die ruhelosen Elementare und nutzt euer Herz von Azeroth, um die Wunden, die ihr findet, zu heilen. Der Hyjal darf nicht zu einer weiteren klaffenden Wunde wie Sidithus werden. Besiegt die Azerit-Elementare und versiegelt Azeroths Wunden. Ach, guck mal, da ist sogar was in der Mitte. Ach, den Leviathan muss ich auch töten. Sollen wir das direkt machen? Wir sind ja direkt schon mal hier, dann können wir den auch mittöten.
wenn er sowieso schon da ist. Und dann müssen wir, glaube ich, drumherum. Rolfi, wir machen das jetzt zusammen, ne? Ich kann ja mal meine Bäume schicken. Die spotten dir den mal eben ab. Dann hast du ein bisschen Ruhe. Ich kann aber leider nicht mehr unterbrechen. Rolfi, das musst du jetzt machen. Oh, Tana steht schon wieder. Ach, ich kann ja auf dem Wasser laufen. Was bin ich denn unter Wasser? Mensch. Also. So, der Leviathan. Den machen wir als erstes. Der wird uns wahrscheinlich ordentlich Punkte geben. Bisschen. Oder gar nicht. So. Hier ist gerade alles tot. Ja, dann laufen wir einfach dahin. Ah, die Kleinen. Hier ist die Kleinen Scheißer. Kommt her, ihr kleinen Scheißer. Ich benutze aber auch immer meinen Sternensog. Anstatt den Sternregen zu zünden. Zu warten, bis den Sternregen zünden kann. Ne? So. 16%. Oh, was mit dir? Kann ich dir was Gutes tun? Ach, beruhigen. Ah. Die können wir beruhigen. Jawohl. Oh, du bist eine Elite, ne? Ja, komm mal her. Da ist auch noch eine Kugel. Ich weiß ja nicht, wie viel der gibt. Müssen wir mal gucken. Azerit verschieben. Also die Mechanik ist ja gleich wie sonst, wie die früher auch gemacht haben. Ne? Früher haben die ja auch geschossen. Ja, ich denke. So, mein Herz. Ach, gucke mal, da ist noch ein kleiner. Hey, den müssen wir immer beruhigen, ne? So, guck mal her, kleiner Mann. Ja, so kann man das auch machen, ne? So können wir uns hier auch hocharbeiten. Aber ganz ehrlich, die anderen machen es auch. Braucht gar nicht prügeln, muss einfach nur hier einfach nur die durch die Gegend schleichen. Da haben wir eine Wunde zum Schließen. Ach komm, tun wir mal ein bisschen kämpfen. Ja, du guckst jetzt, du nimmst den Drachen und ich kämpfe, ja? Ja, zu spät. Meiner. So ist das immer zuerst. Was macht ihr denn hier? Gruppenprügeln? Scheint so. Oh, das ist ja noch ein kleiner. Komm mal her. Aber gleich fertig. Da war auch noch einer. Überall Kugeln. Kann ich die auch benutzen? Ja, kann ich. Da siehst du mal, wo die alle hingehen. Jawohl. Das Herz von Azeroth quillt über mit der Macht des Weltenbaums. Das ist unglaublich. Aviana, lang nicht gesehen. Diese Steine stecken voller Geschichte. Ihr habt es geschafft. Ich fühle, wie ihr Schmerz nachlässt und das Herz scheint jetzt stärker zu sein als zuvor. Wenn du das sagst. Macht es.
macht es Arze richtig. Oh Gott. Oh Gott. Unglaublich. Ihr habt verhindert, dass sich die Wunde ausbreitet und außer Kontrolle gerät. Nordrasil sollte fürs Erste wieder sicher sein. Es ist ein gutes Zeichen, dass es vielleicht doch möglich ist, den Schaden rückgängig zu machen, der Azeroth zugefügt wurde. Gehen wir zurück zur Herzkammer und sehen, ob wir das Azerit, das ihr absorbiert habt, sinnvoll einsetzen könnt. 1500. Na, okay. Das Herz wird zur Heilung dieser Welt eingesetzt, Aviana. Etwas geschieht mit dem Herz. Gehen wir zurück in die Kammer. Ist ein Portal? Nee. Aber hier vorne ist ein Portal nach OG. Ah, das will er mir sagen. Benutzt das Portal nach OG. Ja, ich glaube, das war jetzt nur so eine kleine Sequenz. Ich denke mal, die nächste größere, wo wir die nächste Schuppe holen, wird, wenn wir den nächsten Zwischenpunkt erreichen. Und da Tana ein klein bisschen faul ist, kann das noch ein bisschen dauern. Drehen wir hin. So, wo ist denn jetzt da? Nach Zuldazar und von da aus nach Silithus. Jawohl. Da ist Silithus. Schön, dass das Spiel einem jetzt sagt, wie man laufen muss. Top. Ich meine, es hat es ja früher auch schon mal gemacht, aber es hat dir nie genau gesagt, wie du zu laufen hast. Was haltet ihr von dieser Änderung? Schreibt mir das mal rein. Also ich finde es ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Oh, jetzt müssen wir zur Mutter. Alter, wie auf dem Bahnhof. Hallo Mutter. Die Herzkammeranlage wurde rehabilitiert. Funktionsweise folgt jetzt gemäß den Betriebsparametern. Macht es Arze richtig. Zusätzliches Azerit steht für das Herz von Azeroth zur Verfügung. Aktiviere es jetzt. Quest beendet. Abschiedsprotokoll aktiviert. Jo. Das war schon. Ich dachte, da würde jetzt ein bisschen mehr kommen. Aber das war die Questreihe. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich werde jetzt noch meine ganzen Essenzen einsetzen, die ich in der Tasche habe. In meiner vollen Tasche hier, ne? So. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also, bis dahin. Bye-bye.